Hallo zu einer neuen Folge von die Sachsengriller. Heute mal ein kleiner Snack zur Fußball-EM, haben wir uns gedacht. Ein paar Hähnchen in süß-scharfer Soße. Wie wir das gemacht haben, das zeigt euch mal der Marco. Und der wird jetzt auch mal Gas geben, weil ich habe ganz schön Hunger. Auf geht's. Dann bemühe ich mich jetzt. Viel Spaß. Die Zutaten für unser heutiges Gericht fallen wenig aus. Das sind in unserem Fall 15 Stück Hähnchen unterkühlen, eine Marinade, eine süß-scharfe Marinade mit Chili-Soße, Ahornsirup, Worcester-Soße. Was genau drin ist, zeigen wir euch unter dem Video. Und als Zubehör bräuchten wir noch einen Hähnchenhalter und dann noch, was jetzt hier nicht zu sehen ist, ein Gefrierbeutel zum Marinieren. Wie wir das machen, zeige ich euch jetzt. So, die Handhabung ist relativ einfach. Die Hähnchen unterkeulen kommen in einen Gefrierbeutel. Sogar zu gleichen Teilen. Die Hälfte unserer Marinade schütten wir einfach drüber. In den Beutel schließen. Gut einmassieren. Das Fleisch, keulen, überall Marinade haften bleibt. Schütteln, schlägen. Und so kommt es dann für ca. 4 bis 6 Stunden in den Kühlschrank. Und dann ab auf den Grill. Nach ca. 5 bis 6 Stunden haben wir unsere Unterkeulen auf die Hähnchenhalter verfrachtet. Diese wir natürlich jetzt auf den Grill geben bei indirekter Hitze. Das Setup ist wie folgt, wie immer indirekte Hitze. Rechts und links die Kohlekörbe. Keulchen in die Mitte. Deckel drauf. Und wir heizen den Grill auf ca. 200 Grad. Und schauen einfach nach 30 Minuten nochmal nach. Nach 35 Minuten bei 180, 190 Grad lüften wir das Geheimnis. Der Duft, der hier aus dem Lüfterventil steigt, verheißt schon Gutes. Tada! Und? Sieht lecker aus. Was bleibt uns noch? Natürlich das Kosten. So, na dann, wir kosten. Ja, André. Endlich mal. Saftig, knusprig, wirklich süß und scharf. Der ideale Snack für eine kleine Fußballpause, gerade jetzt in der EM-Zeit. Oder? Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Schmeckt sehr gut. Kann ich bloß noch sagen, Daumen hoch, Abo abschließen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, euer Marco und André. Ciao.